Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Belgique Profonde. Heute die zweite Folge. Das heißt, es ist die Folge jetzt hier um 12 Uhr, wenn ihr das genau nach Veröffentlichung guckt. Wir haben heute Morgen den 718er gekauft, plus ein 2-Achs-Fass, plus ein originales Fettgewicht, das ihr hier seht, 1250 Kilo. So, das werden wir jetzt erstmal ankuppeln. So, gucken wir mal, was der alles kann. Oh, Tür auf, geht schon mal. Schön Glanz hat er. Ich finde den Glanz allgemein okay, was es so gibt. Also den hier zum Beispiel, der ist okay. Aber das hier ist ein schöner Glanz. Ist ein richtig schöner Glanz. Was kann ich hier machen? Ah, ich kann die Kotflügel abnehmen. Cool. Das ist schön mal, schon mal nice. Das ist das Gestänge hier. Ich finde es mit besser, ganz ehrlich gesagt. Okay, wir hüpfen rein und steigen ein und machen hier mal die Türe zu und sehen. Okay, das kann... Was kann er denn hier alles machen? Die Scheibe kann man aufmachen, die Türe kann man aufmachen, okay. Ja, ich weiß die Mietzeit. Das ist irgendwas, ich weiß nicht was. Geht das Fenster hinten auch auf? Oh ja, das geht auch auf, sehr gut. Hier oben, das ist schön gemacht, das ist wirklich schön gemacht. Was hier? Ach, das Dach geht auch auf. Ja, geil. Gut, dann fahren wir mal, ne? So, Lenkung hat er. Sound hat er auch. Hupe? Die Standardhupe, ne? Oh, oh, das ist ein richtig bulliger Sound. Vom Fendt 718. TMS Black Beauty ist das. So. Immer ein bisschen ankuppeln. Gut, haben wir. Wie passt denn das? Das passt sogar sehr gut. Dann werden wir hier das Fass mitnehmen und erstmal hier Wasser reinknallen. Das ist ein schöner Fendt. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn wirklich gut. Hat 180 PS, glaube ich, hat er. Also ist eigentlich meines Erachtens ausreichend für so kleinere Arbeiten. Wo du nicht immer die 400-500 PS Monster brauchst. So, da fahren wir jetzt mal nach Hause. So, Blinker. Hat er. Alles animiert. Sehr schön. Oh, da kommt ein Auto. Fahren wir mal hier raus. Ja, ein paar von euch hat es wohl nicht so gut gefallen, dass der Beta weggekommen ist. Aber, wie gesagt, es ist einfach... Die Zeit bringt andere Sachen zum Vorschein. So wie dieses Fan zum Beispiel. Ich finde den wirklich sehr, sehr gut. Gebt ihm eine Chance. Sagt er sich gleich, das sieht aber nicht so aus wie der von Argo. Das ist auch nicht der von Argo. Das ist einfach ein anderer. Es gibt auch andere Fans, von die nicht von Argo sind. Ne? Ich hört es leider, ich bin komplett erkältet, aber egal. Das hindert uns nicht daran, hier ein bisschen Videos zu produzieren. So, dann gucken wir das Ganze mal von außen an. Oh, das Licht ist auch nice. Ja, sieht gut aus. Gefällt mir. Muss ich wirklich sagen, gefällt mir. Ich finde auch diese überbreiten Reifen so geil, ne? Also, finde ich wirklich cool. Also, finde ich gut gelungen, auf alle Fälle. Wir werden jetzt gleich, wo holen wir denn das Wasser? Da, wo wir es eigentlich immer holen, würde ich sagen. Wir haben zwar hier eine kleine Wasserstelle, wir testen das einfach mal, ob wir hier dies... Alter, habt ihr das gerade gehört? Alter, war das nice. Moment, das muss ich jetzt auch mal machen. Alter Schwede, war das nice. Dieses Abbremsgeräusch, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Im gesamten LS. Habe ich jetzt dieses Abbremsgeräusch zum ersten Mal gehört. Gucken wir mal, ob das schon reicht an Speed. Achtung, hören. War so langsam. Verdammt. Ich zeige euch das dann nochmal. Aber das war dieses... ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist auf alle Fälle ein richtig geiles Geräusch. So, testen wir nochmal. Achtung, hinhören. Das gehört? Oh, alter Falter, das ist geil. Alter, ist das geil. Wow. Ja, da habe ich wieder... Da war es schon wieder ganz leicht. Obwohl ich nur vom Gas runter bin. So, hier sehe ich ins Wasser fahren. Da haben wir schlechte Erfahrung gehabt. So, dann... Schieben wir das gute Ding mal ein Stückchen rein hier. Und hoffentlich können wir das auffüllen. Yes, wir können. So, derweil. Nee, du bist nicht wichtig jetzt. Du bist wichtig. Motor an. Handbremse raus. Innenansicht. Und dann geht es los. Weil wir müssen die Wolle wegbringen. Die Wolle muss auf die Seite gebracht werden. An die Seite gebracht werden. Nehmt es, wie ihr wollt. Und ich habe gedacht, die stellen wir hier rein.
bietet sich an, weil das nehme ich sowieso nicht her, das Lager. Ne? Das ist hier. Da machen wir uff. Da machen wir uff. So. Dann fahren wir hier mal rein. Hoppla. Jetzt müssen wir zuerst die Gabel holen. Die ist noch irgendwo. Puh. Sollte im Regal stehen eigentlich. So, lass mal gucken. Nee, wo ist die Gabel? Gabel ist der falsche Ausdruck. Steht die noch hier hinten? Das kann natürlich sein. Das ist sie nicht. Das kann sein, dass sie noch an der Schafweide steht. Nee. Aber wie sie bei den Kisten gelassen, das kann natürlich sein. Das kann immer mal vorkommen. Wenn du so einen großen Hof hast, sage ich jetzt einfach mal, dann kann das schon vorkommen, dass du einfach mal Sachen irgendwo liegen lässt. Und die da ein bisschen aus den Augen verlierst. So, hier haben wir nur eine Schaufel stehen, ne? Jo, okay. Haben wir sie hier drin stehen, bei den Kisten? Das kann natürlich auch sein. Ah, hier steht sie. Guck. Hier steht sie. Ach, die steht aber richtig bescheiden da. Möchte ich fast sagen. Aber wir gucken mal. Ich glaube, dass wir das ganz gut schaffen werden mit dem LS-Lenkrad. Ist das eigentlich kein Problem. So, Feinheiten. Moment, drück mal hier. Dann kann ich hier noch ein bisschen raus. Nee, Moment. Ach, das war wieder falsch. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier rankommen. Ja, du hängst eben gleich fest. Das ist ja das große Problem daran. Du hängst sofort fest hier. Wir könnten aber gucken, ob wir das vielleicht so zusammenbekommen. So, und jetzt ausfahren. Hoppla. Alter. Jetzt kannst du dich jetzt auch sehen, dass wir gleich so durch die Luft fliegen. Okay. War nicht so schlimm, oder? So, dann haben wir den guten Greifer. So, und da, hier gibt es eben auch eine geile Funktion. Also eben mit diesen, ich kann ja diesen an dem LS-Lenkrad, diesen Joystick, die kann ich ja nach links und rechts also nicht drücken, sondern wie soll ich das jetzt sagen? Nach links und rechts drehen, sage ich jetzt einfach mal, ne? Und links und rechts drehen ist die nächste Funktion. Seht ihr es hier? Vorne auf, vorne zu. Das ist links und rechts drehen. Richtig geil, Leute. Ich sag's euch. Also ich, weiß ich, das bringt mir jetzt gar nichts, was ich jetzt hier sage, aber das ist einfach wirklich geil, das LS-Lenkrad. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe schon von anderen gehört, dass es wohl sehr schnell kaputt geht, was die gesagt haben. Kann natürlich sein, kann ich nicht beurteilen. Aber ich bin jetzt erstmal voll aufzufrieden. So. Dann ich glaube, die stellen wir hier rein, oder? Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Stellen wir einfach mal hier rein. So. So, einfach mal in die Ecke hin. Da gibt es wahrscheinlich eine Tatcher, wo ich jetzt wieder das Knöpfchen. Oh, so. So, dann fahren wir hier wieder raus. Oh, wir stehen, glaube ich, zu. So. Passt. Holen wir gleich die zweite Palette, dann ist er auch wieder. Oh, aufgeräumt. Aufgeräumt war das richtige Wort, genau. So, aber es funktioniert wirklich sehr gut. Also, ihr seht es hier: 1A. Ohne Hindernisse kann man hier mit dem Ding rumfahren und das attached alles. Und es ist echt geil. Es ist wirklich geil. So, hier haben wir noch eine Palette. Sehr gut. Bisschen einklemmen. So. Oh, ich glaube, das war zu. Ne, das passt sogar. Guck, das passt sogar. So, die kann man jetzt so hochheben, ne? Könnt ihr auch theoretisch ins Regal stellen, nur es bringt uns nichts. Wir wollen das ja sammeln, die gute Wolle, weil die bringt uns ja auch was. So, wow. Dann machen wir das ein bisschen uff. Dann gucken wir, dass wir das hier reinstellen können. So. Noch nicht? Jetzt aber. Ich bin zu weit. Ah. Ihr seht, es ist nicht so einfach, dies wieder loszubekommen, ne? So, das muss ich jetzt erstmal ganz kurz die Maus in die Hand nehmen, damit ich. Ah! Okay, jetzt weiß ich, woran es scheitert. So, zurück. Und passt, ne? Dann werden wir das so machen, dass wir die Gabel hier stehen. Ich sehe nichts. Also die Gabel hier stehen lassen. So.
So. Zack. Rückwärtsgang rein. Und dann fahren wir da raus hier. Ne? Weil dann haben wir aufgeräumt. Dann haben wir die zwei Paletten stehen. Warum jetzt immer noch angezeigt wird, scharfe 100%? Ich weiß es nicht. Kann es euch nicht sagen. Wobei das eigentlich auch egal ist. Weil wir hatten da einfach... Die Gabel hatten wir eigentlich für die Kisten auch hier, ne? Das stimmt. Da müssen wir beim nächsten Folge nochmal gucken. So, zack, zack. Ich habe keine Zeit jetzt. Ich muss hier aus. Was ist eigentlich hier? Haben wir... Ne, da ist noch nichts anders, ne? Die wollen immer noch nichts von uns. Okay. Gut. Der hier muss gewaschen werden. Ich fülle gleich noch Wasser nach. Ich habe es wirklich nicht vergessen, aber ihr seht es hier. Arbeit ohne Ende. Wir werden dann beim nächsten Mal den Mist aufsatz holen. Ich glaube, es geht sich dieses Mal nicht mehr aus. Alter, der sieht ja aus wie Teufel, ne? Wahnsinn. Ja, aber gut, der war jetzt schwer im Einsatz. Das muss man wirklich sagen. Schwer, schwer, schwer im Einsatz. Ich glaube, dass ich die Aufsätze hier reinstellen werde. Ja. Aber sonst muss ich das Ding mal sauber bekommen. Also oben, also das Fahrzeug an und für sich passt schon mal. Aber hier, ne? Oh, hier ist so schmutzig. Hier ist so schmutzig. Wahnsinn. Ich hoffe, das wird wieder sauber hier. Die ganze Schläuche, alles abputzen. Die Technik muss natürlich auch gereinigt werden. Gucken wir nochmal auf die andere Seite rüber. So. Oh ja, hier ist auch noch alles schmutzig. Heieieiei. So. Das sieht schon mal besser aus. Aber ich möchte, das ist ein neues Gerät, wenn wir uns ehrlich sind, ne? Ich habe das jetzt einmal verwendet. Deswegen möchte ich da schon ein bisschen drauf schauen, dass das so passt. So, ich glaube, wir können es gut sein lassen, oder? Jo, passt. So, rein in die gute Stube. Gut. Dann stellen wir die Aufsätze hier rein. Ich glaube, die Halle ist eigentlich dafür gemacht, bin ich der Meinung. Die ist dafür gemacht, dass wir hier die Aufsätze reinstellen. So. Dann machen wir jetzt erstmal den... Ne, das war der falsche. Den Gruber los, wollte ich jetzt sagen. So. Und ein Stückchen vor, glaube ich, müssen wir jetzt. Und so. Und dann haben wir das ganze Ding jetzt erstmal abgekuppelt. Passt. So, das kann jetzt erstmal hier bleiben. So, dann lass mich kurz gucken. Nee, nee. Alter, was war das für ein Geräusch jetzt? Gut. Bekommen wir den raus? Nee, schaffen wir nicht. Gut, wir haben Knöpfchen hier. Döp, döp, döp. Handbremse. Jetzt fahren wir. Das ist das... Alter. Seht ihr? Also Wasser, also diese Flüssigkeiten sind schon extrem schwer, ne? Ich habe Allrad jetzt an, aber schafft es gerade so nicht. Mal gucken, dass wir damit ein bisschen Schmack ist vielleicht. Ja. Komm schon. Komm schon. Er bewegt sich noch. Geht sich das jetzt wirklich nicht aus? Das wäre natürlich jetzt richtig Müll. Die Kante ist es nur, ne? Es ist nur diese Kante. Jo, passt. Haben wir. Erledigt. So, dann werden wir jetzt erstmal zu den Kühen fahren. Ich glaube, die Kühe sind die, die am meisten Wasser benötigen. Ich habe die Wolle abgeholt bei den Schafen. Ich weiß nicht, warum das noch angezeigt wird, aber ich habe sie auf alle Fälle abgeholt. Die steht nicht mehr da. So, ich glaube, wenn wir hier im Feld fahren, ne? Ah, am Feld, am Hof fahren, würde ich sagen. Dann können wir hier aber auch ein bisschen frische Luft schnappen. Schnabulieren. So. Einmal hoch hier. Er hat schon zu kämpfen, auf alle Fälle. Er hat schon zu kämpfen. So, dann fahren wir mal hier rein. Langsam. 14 km/h, langsam. Ja, ja, genau. Dann hoffen wir mal, dass wir das hier reinbekommen. Also ich weiß, dass der hier reingehört. Schon öfter gemacht. So, schön in die Scheiße rein. Genau. So muss das. So, Handbremse rein. Dann werden wir jetzt diesen LKW noch verräumen. Dann haben wir das auch erledigt. So, also Wasser wird nachgefüllt. Wir sind bei. Oder ich bin bei. Das wird auch erledigt jetzt.
So, perfekt, den stellen wir jetzt hier rein. Und dann sind wir auch schon wieder fertig für heute. Wir gucken dann aber gleich nochmal nach, wie viel Wasser das wirklich da weggegangen ist, ne? So. Passt. Dann machen wir das so, dass wir den Trecker hier reinstellen. Ich glaube so, das wird meine Treckergarage hier. Weil für alles andere ist eigentlich doof. Deswegen, glaube ich, würde ich hier die Trecker parkieren. So. Ah ja, Handbremse rein. Und den Motor aus. Und dann gucken wir gleich mal nach. Gut, dann sind wir fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen, wäre sehr, sehr nett. Und wir sehen uns ein bisschen später um 16 Uhr bereits zu der nächsten Folge Belgique Profonde. Bis dahin, besorgt euch was zu essen, zu trinken, zu knabbern und dann geht's weiter um 16 Uhr. Ja, bis dahin, macht's gut.